Vorläufer Jesu. Die Aufwärtsentwicklung der Seele ist Erdenaufgabe des Menschen. Doch wenige nur sind sich dessen bewusst. Wenige nur stellen sich die Frage um Daseinszweck und Ziel. Die Mehrzahl trachtet nur nach irdischem Wohlstand, nach allem, was dem Körper zum Wohlbehagen verhilft. Aber alle Menschen haben die Gabe, ihren Verstand tätig werden zu lassen. Alle Menschen könnten sich die Frage um Zweck und Ziel des Erdenlebens stellen. Und alle Menschen würden auch diese Frage beantwortet bekommen, denn sie ist der erste Schritt zur Höhe. Weil aber die Menschen nur bis zu ihrem Tode denken, weil sie selten an ein Fortleben der Seele glauben, ist ihnen die Frage um ihr irdisches Wohlergehen wichtiger. Und sie betrachten das Wirken und Schaffen in irdischem Sinne vordringlich. Es fehlt ihnen der Glaube, denn hätten sie nur einen schwachen Glauben, dann würden sie keine innerliche Ruhe finden, trotz irdischen Wohlergehens. Je mehr es dem Ende zugeht, desto weniger Glaube ist unter den Menschen zu finden. Und darum erstehen in der Endzeit ungewöhnlich gottverbundene Menschen, die darum auch ungewöhnlich wirken können und die Aufmerksamkeit der Mitmenschen auf sich ziehen. Denn Gott versucht wahrlich noch alles, um denen zu helfen, die nur solche ungewöhnliche Anregung brauchen, um sich ihres Erdenzweckes bewusst zu werden. Jene Menschen sind zum Zwecke einer Mission auf der Erde verkörperte Lichtwesen, die sich der Not der Menschen annehmen möchten und darum im Fleisch auf dieser Erde wandeln, ohne sich ihres Herkommens bewusst zu sein. Die starke Bindung mit Gott, die sie aber im freien Willen als Mensch herstellen, wie es auch alle ihre Mitmenschen tun könnten, gibt ihnen ungewöhnliche Kraft. Denn ihr Wesen ist Liebe und darum stehen sie in einem so lebendigen Glauben, dass sich dieser auch äußert in ungewöhnlichem Wirken, im lebendigen Verkünden Jesu Christi und tatkräftiger Hilfe an Körper und Seele in seinem Namen. Durch solche Menschen können noch viele zum Glauben finden, weil diese sichtlich eine Kraft beweisen, die irdisch nicht erklärt werden kann. Es soll den Menschen verholfen werden zum Glauben und es soll gleichzeitig der Weg zu Gott aufgezeigt werden, wozu bei der völlig glaubenslosen Menschheit ungewöhnliche Mittel angewandt werden müssen, die aber dennoch nicht zum Glauben zwingen. Und es werden immer mehr erweckte Menschen ihre Glaubenskraft beweisen, je näher das Ende ist. Bis ein großes Licht aufleuchten wird, bis einer kommen wird, der das baldige Kommen des Herrn ankündigt und ihm wieder den Weg bereitet. Dessen Licht wird hell leuchten im weiten Umkreis, denn sein Erscheinen wird bald bekannt werden. Und wenngleich er für viele Menschen eine Quelle der Kraft und des Trostes sein wird, so wird er doch noch viel mehr angefeindet werden von denen, die vor dem Ende in der Mehrzahl sind, die dem Gegner Gottes angehören und in seinem Auftrage auch vorgehen werden gegen alles göttlich-geistige und die besonders jene verfolgen werden, die im Namen Jesu reden und das nahe Ende künden. Doch eben darum, weil der Gegner Gottes mit ungewöhnlicher Brutalität vorgeht in dem letzten Kampf auf dieser Erde, wird auch ein ungewöhnliches Licht zur Erde gesandt. Wieder wird sich ein Lichtgeist verkörpern auf dieser Erde, wie es geschrieben steht. Wieder wird dieser vor dem Herrn einhergehen und sein Kommen künden. Und wieder wird er als Rufer in der Wüste sich selbst zu erkennen geben. Und dieser wird es wissen, wer er ist, jedoch in aller Unscheinbarkeit seinen Erdenweg gehen, der auch wieder mit seinem Tode besiegelt werden wird. Aber alle gottgetreuen Menschen werden sich von ihm Kraft holen und immer wieder aufgerichtet werden, wenn die Not der Zeit sie zu Boden zu werfen scheint. Denn er redet im Auftrag Gottes. Es spricht durch ihn Gott selbst die Menschen an. Diese erfassen auch die bedeutsame Mission des Vorläufers Jesu Christi. Und sie erwarten daher auch das Kommen des Herrn, voll bewusst und zweifeln nicht, dass ihnen Erlösung wird aus größter Bedrängnis. Wenn jener auftreten wird, dann ist die Zeit gekommen, die ständig angekündigt wird durch Seher und Propheten. Denn wenn jener kommt, ist auch das Wirken des Antichristen offenbar, der den Gläubigen so ungewöhnlich zusetzen wird, dass sie auch einer ungewöhnlichen Hilfe bedürfen. Denn jener wird sein Licht leuchten lassen und es wird weit hinaus seine Strahlen senden.
Wo es auch sei, es werden die Menschen hören von ihm und die Gläubigen werden es wissen, wer sich hinter diesem Licht verbirgt und nun auch wissen, welche Stunde es geschlagen hat. Der Vorläufer Jesu Christi aber geht unbeirrt seinen Weg, trotz Anfeindung und Redeverbotes. Er spricht im Auftrag Gottes und erkennet keinen anderen Herrn an, als nur den einen, dem er dienet. Und seine Reden werden zünden. Sie werden den Schwachen Kraft geben zum Widerstand. Denn es werden auch die Menschen dadurch den Mut aufbringen, zu sterben für ihren Glauben. Doch eines jeden Menschenleben liegt in Gottes Hand. Er allein weiß es, wann die Stunde der Rettung schlagen wird, wenn sein Kommen zur Erde und die Entrückung der Seinen erfolgen wird. Und auch sein Vorläufer weiß um sein Ende, aber er dienet seinem Herrn und auch noch durch seinen Tod. Denn auch dieser wird das Werk der Verherrlichung vollenden. Durch seinen Tod wird die Macht und Herrlichkeit Gottes offenbar. Denn einer nur gebietet über Leben und Tod, und dieser eine wird sich erweisen als Herr, als Sieger über seinen Gegner, wenn der letzte Tag gekommen ist. Er wird denen das Leben geben, die an ihn glauben. Und dem Tode verfallen werden alle, die seinem Gegner hörig sind. Amen.